Wenn so ein Special Guest hier zu Besuch ist, dann muss ich doch einfach mal einen Vlog drehen. Dann willst du mit mir ins Gym gehen? Ich habe den kleinen Mann. Alles für mich, der ist zwar riesig, aber dann kamen noch zwei Pakete an. Einmal meine TVO-Monatsbestellung. Hello und welcome back zu einem neuen Video von mir. Erstmal danke, dass die letzten Videos alle so gut angekommen sind. Es freut mich einfach so sehr. Und heute habe ich frei. Und ich gehe mit meiner Mama trainieren und deshalb dachte ich, hey, wenn so ein Special Guest hier zu Besuch ist, dann muss ich doch einfach mal einen Vlog drehen. Kein Spaß, aber ich will auch meine Mama überreden, dass sie mit mir bald meinen Mukbang dreht. Und an sich ist sie gar nicht mehr da so von abgeneigt, aber ich glaube, ihr müsst jetzt einfach ganz oft, wenn ihr sie cool findet, seht ihr ja dann gleich, in die Kommentare schreiben, dass sie Mukbang mal mit mir drehen soll, wo wir irgendwie Fragen beantworten, eure Probleme beantworten, richtig cool. Dann schreibt es auch ganz in die Kommentare, vielleicht kann man sie dann davon überzeugen. Aber auf jeden Fall habe ich mich jetzt gerade fertig gemacht, habe gefrühstückt. Danach war ich natürlich smart wie immer und habe bemerkt, dass es echt ganz cool wäre, einen Vlog zu drehen. Also das hätte ich mich halt jetzt erst. Es ist 8.30 Uhr, ich bin voll die Morgenmaus geworden, seit wir Charlie haben, weil ich da eh nicht mehr so lange schlafen kann. Und jetzt warte ich gleich, die kommt glaube ich so in den nächsten 2 bis 5 Minuten. Und ich trinke so ein Energy. Und eine Hose habe ich jetzt gerade noch die hier an, weil wir ein bisschen partnerlookmäßig gehen wollen. So richtig einen auf cute. Und ich weiß nicht, was sie anhat. Ja, wollte sie mir nicht verraten. Deshalb muss ich da noch kurz warten und dann düsen wir auch schon in mein Gym. Und ihr werdet sehen. Irgendwie hat meine Kamera zurzeit voll das Fokusproblem. Ich weiß auch nicht. Never mind. Ich gucke jetzt hier gerade, was wir noch für Energy Drinks hier haben. Ich glaube, es läuft auf. Also ich habe noch so einen und einen Gönnergy, aber ich will den letzten Gönnergy ja nicht jetzt nicht wegtrinken. Also läuft es auf so einen zurück. Ja, ich bin zurzeit wieder so voll die Booster-Maus geworden. Oder Energy-Maus, weil ich kann einfach so viel besser trainieren. Ich bin viel mehr motiviert. Also es ist keine, ich trinke alle im Booster vom Training, aber ich sollte mir das auch mal wieder abgewöhnen. Ich habe halt so gute Laune. Ich freue mich gerade irgendwie richtig auf meine Mutter. Ich weiß auch nicht. Das wird auf jeden Fall sehr cool, weil die war noch nie mit mir im Gym. Also war sie schon, aber nicht in dem Gym. Und ich wollte ihr halt so mein Gym mal zeigen. Und ich liebe ja wirklich mein Gym ultra. Und ja, eigentlich ist die Frau immer pünktlich. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir haben halb gesagt, es ist halb. Sie ist jetzt da. Ja, servus, dich gibt's ja auch noch. Ey, sorry. Da ist sie. Darf man dich sehen? Nein. Klar darf man sie sehen. Nein. Hallo. Hi. Ich habe ja gesagt, Special Guest. Charlie freut sich auch, als wenn er sie noch nie gesehen hätte. Wow. Ich habe nicht hier noch voll den süßen Gutschein. Willst du mit mir ins Gym gehen? Ja, nein, vielleicht. Und da kann man so einmal eine Tageskarte rausmachen. Und wir sind jetzt da. Juhu. So, Mama ist jetzt kurz auf dem Klo. Wir sind hier richtig im Partnerlook. Auf jeden Fall trinke ich noch mein Energy. Und ich habe heute die Tie-Dye-Hose in Earth an. Mein Code MARIN10 ist immer gültig. Und TVO-Socken. TVO-Oberteile. Wir sind beide all in TVO. Lieben wir. Und jetzt ballern wir mal einen Leg Day. Mama ist richtig die Maschine. Die kann einfach 6 Klimmzüge, Alter. Ha. Naja, never mind. Ist einfach richtig cool. Wir sind so richtig im Partner-Look. Wir haben jetzt trainiert, Beine. Was wir alles gemacht haben, seht ihr auf Instagram, auf Marama Gym. Könnt ihr mir gerne auch folgen. Die Maus hier hat sich sehr gut gemacht. Wie fandest du das Training mit mir? Super. Das hört sich aber kurz. Hä? Ich trainiere nochmal länger. Mama ist so übermotiviert und chillt dann so 2 Stunden im Gym. Und ich bin halt so jemand, ich mache so 5 Übungen, aber in einer Stunde. Wie viele Übungen machst du denn sonst? Kommt sie mal drauf 20. An. Sonntags machen wir. Alles? Oberkörper, Unterkörper? Ja, okay. Aber wir haben ja jetzt auch nur Beine trainiert. Ja, aber sonst bin ich ja auch 1,5 Stunden. Ja. So motiviert bin ich nicht, aber... Du bist auch noch jünger, du musst nicht so viel tun. Ja, ich muss nicht so viel Pause machen auch, damit du dich wieder erholst von deinem Arnold Schwarzenegger sein. Ganz kurz, richtig sick. Ich habe einfach 3 Klimmzüge geschafft und war so richtig stolz darauf und dachte mir so, das kannst du bestimmt nicht. Und dann macht sie so 6 Klimmzüge und ich denke mir so, Entschuldigung, was haben sie zu ihrer Verteidigung zu sagen? Ja, ich bin halt eine Maschine.
Jetzt Leute, schreibt bitte alle in die Kommentare, dass ihr wollt, dass ich mit ihr einen Mukbang drehe. Weil ich konnte sie noch nicht ganz davon überzeugen. Aber sie ist auch nicht mehr so abgeneigt, oder? Sie weiß noch nicht. Aber wenn ihr ganz oft in die Kommentare schreibt, dass ihr einen Mukbang von uns sehen wollt, wo wir über irgendwas reden, am besten Thema direkt zuschreiben, dann kann ich es davon bestimmt überzeugen. Ja, Mama ist jetzt wieder weg. Und ich habe dem kleinen Mann... Ich hab dem kleinen Mann was mitgebracht. Habt ihr ja schon gesehen? Charlie, halt, guck mal. Ich habe ein Halsband gekauft, habt ihr ja gesehen bei Fressnapf. Weil der kleine Rakete jetzt eigentlich so klein war. Der freut sich gerade sehr, dass ich wiedergekommen bin. Als ob ich jetzt so 3 Wochen weg gewesen wäre. Charlie? Nein. Sitz. Ja, fein. Der ist sehr brav. Also, er macht auch Sitz, wenn man es ihm sagt. So. Stelle ich euch hier mal ab, aber irgendwie ist gerade... Ich mache ihm das mal fest, dann filme ich weiter. Er ist nämlich gerade sehr jumpy unterwegs. Er sieht ja voll stylisch aus wieder, gell? Kleiner Mann. Ist ein bisschen groß noch, aber boah. Aber dann hat er zumindest eins, was jetzt lange hält, weil das andere, da ist er einfach so rausgewachsen. Aber, au, hey, nein. Jetzt gehe ich mit ihm raus. Gell? Piep. Heute kommt nicht so viel in meiner Story, weil ich hier eigentlich alles jetzt mal zeige. Dann kamen noch 2 Pakete an. Einmal meine TVO-Monatsbestellung. Freue ich mich schon voll. Mache ich gleich auf. Oh, ich kann das jetzt nicht runter tun, sonst greift Charlie das an. Und eine Sache, die ich bei Vinted bestellt habe. Beziehungsweise ja, ich habe es bestellt, aber Yannick hat es gekauft. Was macht er denn da? Ich brauche mal kurz meinen Schlüssel. Das Video kommt übrigens fast... zeitgleich, wie ich es gefilmt habe, online. Also heute ist Mittwoch und ich lade das Donnerstagmittag hoch. Charlie kämpft da unten gerade, also falls ihr euch fragt. Yes, hier ist nämlich das Ding, was wir bestellt haben, zum Pulli. Charlie. Und zwar, wir haben den ja schon mit Kapuze und wir wollten den auch noch ohne Kapuze. Der rastet hier komplett aus. Und zwar diesen Worst Behavior Pulli in der Größe L. Lieb's. Zieh ich später gleich mal an. Ich dusche jetzt aber auch gleich erstmal. Charlie! Sitz! Ja, fein. Jetzt machen wir hier mal noch die TVO-Sachen auf. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, was ich mir eigentlich ausgesucht habe. Einmal haben wir die Lounge Pen in Schwarz. Hallo! Einmal von der Acid-Kollektion das Sweatshirt in Schwarz. Einmal die Statement-Zipjacke in Weiß. Und einmal die Statement Leggings in Schwarz. Ich muss mich jetzt mal um Charlie kümmern. Ich filme hier gerade mein Mittagessen und zwar einen Nutella Single Serving Cake. Und ich bin echt mal gespannt, ob das gut wird. Also ich filme meine Rezepte, weil es auch voll viele Fragen immer wirklich so. Ich filme es nach Gefühl meistens. Und dann tue ich es nochmal voll oft ein zweites Mal dann machen. Und dann tue ich es genau abmessen, weil ich weiß nicht. Ich finde es sonst irgendwie immer ultra nervig. Und deshalb mache ich es halt immer zweimal. Deshalb teste ich meine Rezepte eigentlich auch wirklich immer zweimal. Und ich hoffe so sehr, dass es was wird. I'm excited! Aber wenn das Rezept was werden sollte... Schaut auf Insta. Leute, er sieht so gut aus, dieser Kuchen. Schaut ihn euch bitte an. Alles für mich. Der ist zwar riesig, aber ich esse den jetzt mal, film hier noch kurz und dann muss ich mich auch schon fertig machen, weil ich noch mit Charlie raus muss und dann bringen wir ihn auch schon zum Opa von Yannick. Wir werden heute Abend ein neues Sofa anschauen. Wir 2 Kuschelmäuse machen jetzt hier ein Nap im Bett. Okay, wir machen ein Nap. Ja, wir sehen uns später wieder. Ich habe jetzt übrigens den neuen Pulli an. Der ist so toll. Ach, er ist so eine süße Maus. Ich liebe ihn so doll. Er ist so eine süße Maus. Auch wenn er mich manchmal ärgert. Auch wenn ich mal einknabbert. Piep. So, wir fahren jetzt zu Yannick seinem Opa. Charlie macht nämlich einen kleinen... Ja. Daytrip zum Opa von Yannick, weil der am Sonntag von morgens bis abends bei ihm sein wird
weil wir auf einem Event eingeladen sind in Köln. Und wir hatten halt so gesagt, ja, wir gehen nicht hin. Und dann meinte Janis immer so, hä, geht doch hin. Ich passe auf ihn auf. Und sehr süß, also wirklich. Und dann können wir jetzt hinfahren. Das ist ja nämlich auch so ein Frauenfußballspiel. Von Frittenberg eingeladen worden. Also sehr geil. Gibt bestimmt auch sehr viel gutes Essen. Und da wir auch heute Abend eh die Couch anschauen, haben wir jetzt dann ausgemacht, dass er ihn dann nimmt in der Zeit, um schon mal zu schauen, so klappt es überhaupt. Wenn nicht, bleiben wir doch da. So, ich habe jetzt meinen neuen Pulli übrigens an und die Lounge-Hose. Jetzt esse ich gerade einen Apfel und eine Karotte. Ich liebe den Healthy Lifestyle jetzt. Spaß. Und dann gehen wir gleich los und fahren mit der Bahn. Die ist irgendwo in Stuttgart. Also mit vollem Mund zu reden ist auch super. Da in der Nähe von meiner Schule. Ich glaube, das ist nicht mal weit weg. Also da, wo ich eigentlich vorher gewohnt habe. Richtig lustig. Eine Haltestelle davor. Und genau. Ihr werdet auf jeden Fall dabei sein. Schaut mal, wer back in town ist. Hallo. Today. Hallo, mein Schatz. Hallo. Und er hat sehr Hunger. Der hat es ganz toll gemacht. Und er macht fast gar nicht mehr in die Wohnung. Pipi, gell? Jo. Bleib. Leute, ich weiß nicht, wie es bei euren Hunden ist, aber er ist einfach so ein Karottenaddikt. Es ist echt krass, wirklich. Und ich steppe gerade in die Küche hier, räume den Einkauf aus. Janik ist nochmal kurz das Einkaufen. Eigentlich habe ich ihn wegen Körnigen Frischkäse hingeschickt. Was hat er nicht mitgebracht? Körnigen Frischkäse für die Schleckmatte von Charlie. Aber ganz kurze Empfehlung, diese Aloe Vera Zero sind so geil. Also wirklich, wenn ihr die beim Lidl mal findet, wilde Aktion. Und das ist so der restliche Einkauf, den Janik getätigt hat. Und ich mache jetzt mal Essen. Ich esse Wraps und ja, wir haben nur noch zwei. Deshalb mal schauen, was Janik macht. Janik ist jetzt nochmal kurz einkaufen, weil wir ein paar Sachen vergessen haben. Und übrigens, ich drehe am Sonntag, also nee, am Sonntag kommt es online. Ich drehe morgen ein Video und zwar, also dann, wenn ihr das Video seht, drehe ich ein anderes Video. Eine Zuschauerin bestimmt einen Tag mein Essen und die hat mir alles geschickt und so eine richtig süße Maus. Also an dich, du bist eine sehr süße Maus. Ich mag sie richtig gerne. Ich schreibe auch öfter mit ihr. Und genau, da hat sie mir sehr coole Sachen rausgesucht und jetzt habe ich mal alles geplant, was ich noch alles brauche, also was ich noch nicht hier habe. Und deshalb haben wir jetzt mal noch eingekauft, beziehungsweise er kauft gerade ein. Janik wollte jetzt Linsennudeln. Eigentlich mache ich ja Janik gerade die Linsennudeln, aber ich liebe die auch. So, Janik hat so Ding gekauft. Ich habe es noch nie probiert. Ich kann es nicht mit meiner Kamera weiterfilmen, weil die ist leer. Und ich fand es letztlich schon so eklig. Jetzt hat er wieder eins gekauft. Und ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich das rieche. Anderer Geschmack. Und das kann ich nicht trinken. Das schmeckt wie Medizin. Boah, das ist so. Das ist ja wirklich ganz arg abartig ekelhaft. Das schmeckt wie Medizin. Also wenn du jetzt mal ganz ernst bist. Das schmeckt voll lecker. Du verarschst. Ich finde es voll geil. Schatz, das schmeckt auch schon nach Medizin. Wer kennt es nicht? Hustensaft fand auch jeder früher geil. Ja, übel eklig. Nee, meinst du es nicht. Und ich habe gerade Zimt über sein Essen gemacht, weil man das voll oft so macht. Das machen ja voll viele Gerichte, vor allem so. Ich sage jetzt nichts Falsches, deshalb sage ich es nicht, wenn ich mir nicht sicher bin. Findest du es eklig? Mhm, gut. So, übrigens, ich habe so Nutella-Finger gemacht und die eingefroren und die Rezepte auf Instagram sind richtig geil geworden. Also wirklich richtig, richtig wild. Janik will auch nochmal einen hier. Mhm. Die sind wirklich geil. Die sind so lecker. Das sieht gerade ein bisschen pervers aus, was du da gerade machst, aber gut. Ja gut, auf jeden Fall, morgen kriege ich euch noch ein Outro, aber heute wird jetzt echt nichts mehr kommen, weil ich bin auch wirklich maximal platt und... Ja, ich will das Video eigentlich heute auch noch anfangen zu erarbeiten, dass ich es morgen hochladen kann, weil morgen arbeite ich ab 7. Lot of things to do um 6. So, jetzt drehe ich auch schon das Outro. Ich drehe tatsächlich nebenher gerade auch schon das Video für Sonntag. Und jetzt wollte ich einfach nochmal sagen, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr generell so mehr Vlogs sehen wollt, auch von mir, so generell von meinem Leben mit Charlie und... Weil ich bin ja jetzt auch einfach lange Zeit so zu Hause und arbeite nur 8 Stunden die Woche. Das nur. Und halt mein Social Media Job. Und deshalb dachte ich, könnt ihr mir da einfach gerne mal schreiben, was ihr so sehen wollt. Welche Food-Videos vor allem. Auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, dass in letzter Zeit die Community hier einfach so wächst. Und
Ja, ich freue mich sehr auf alles Weitere, was kommt. Und ich bin einfach so unglaublich dankbar, dass ich hier so die Chance habe, einfach so meine Videos zu teilen. Und ja, noch was. Wenn ihr gute Sofa-Empfehlungen habt, hit me up. Leute, hittet me up. Ich brauche ein neues Sofa, beziehungsweise wir. Und wir wollen eigentlich ein Cord-Sofa. Aber eins, was bequem ist und eins, was auch nicht hässlich ist. Oh. Ja, der Struggle ist real, weil das gestern war echt ganz hässlich. Es war hässlich, es war unbequem und das war einfach... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, das wollte ich jetzt einfach nur nochmal sagen. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Es ist jetzt Donnerstag, wenn ihr das Video seht. Und bis Sonntag. Ich versuche jetzt tatsächlich nämlich zweimal die Woche ein Video hochzuladen. Und ich hoffe auch, ihr freut euch da sehr drüber. Und jetzt ganz viele Sachen am Ende. Ihr könnt mir auch mal schreiben, ob ihr Lust hättet, dass ich mal einen Wochenvlog hochlade. Weil auf sowas hätte ich auch mal richtig Lust. Und ich weiß nicht, ob ihr Laura Lareva heißt sie, glaube ich, kennt. Oder Ann-Sophie. Also Anso YouTube heißt sie, glaube ich, auf Insta. Die laden ja auch immer so Vlogs hoch, die länger sind. Und ich finde es immer so schön zu schauen. Aber bei mir finde ich immer, es irgendwie, entweder die Qualität gefällt mir nicht oder ich finde es generell nicht so nice. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen so selbstkritisch. Und ja, bis Sonntag. Tschüss.